Hey, meine Lieben, da ist er wieder, eure Katrin mit einem neuen Review für euch. Und heute habe ich mal den T-Rex von Schleich, also einen der beiden Versionen, die es davon gibt, heute in Sonderbemalung auf dem Review-Tisch stehen. Auf den möchte ich natürlich einmal vorstellen und besprechen hier in diesem Review. Ich hatte ihn ja neulich schon mal kurz gezeigt in meinem Unboxing, Aufbauing, Zeiging vom Riesenvulkan. Aber dieses Modellchen hier sollte auch nochmal sein eigenes Review bekommen. Dieses Modell ist ca. 28 cm lang und etwa 14 cm hoch. Und wie schon erwähnt, gibt es zwei Versionen davon, die etwas variieren in ihrer Pose und auch in ihrer Kulisse. Der hier ist nur einer davon und den gibt es so nicht zu kaufen. Vielleicht wird das irgendwann mal der Fall sein, wer weiß. Aber dieses Modell ist ja in dem Set mit dem Riesenvulkan da enthalten, als ein weiteres Zubehör quasi. Ja, das finde ich schon nicht schlecht, dass sie da auch ein paar Figürchen mit anbieten, sogar ein 2017er Modell. 2016 kam der ja auf den Markt und da war schon das 2017er Modell dabei. Das finde ich schon ziemlich cool. Aber was eben viele Schleichfiguren gemein haben, was auch ein großes Manko ist bei diesen Figuren, alle oder viele haben recht seltsame Posen. Ja, in meinem Video zum Riesenvulkan habe ich es ja schon kurz angesprochen. Also die Haltung des Kopfes, der Arme und so weiter ist ja schon recht fragwürdig. Ja, also er sieht wirklich so aus, als hätte er sich den Hals verrenkt und schon ein bisschen Schmerzen. Ja, und dann wieder diese typische Bunny-Haltung der Arme ist ja das, was mich immer so massiv stört bei diesen Figuren. Es wirkt einfach unnatürlich und ich frage mich schon, was haben sich die Leute bei Schleich gedacht, den in dieser Pose zu zeigen? Was genau soll das darstellen? Und ähnlich wie bei den Papo-Dinosauriern kann man auch hier nicht abstreiten, dass er hier von Jurassic Park inspiriert ist. Klarer Fall, ja, also der Schädel ist natürlich sehr, sehr stark vom Jurassic Park Tyrannosaurus inspiriert. Das fällt besonders auf, ja, auch von der Kolorierung, teilweise ja bei den anderen, bei den regulären Versionen in hellgrün und dann nochmal gibt es eine andere Farbvariation, ist ein bisschen noch farblicher gestaltet. Man könnte meinen, der hellgrüne T-Rex könnte das weibliche Tier sein und der dunklere mit noch mehr farblichen Akzenten das männliche Gegenstück. Die meisten Schleich-Dino-Figuren zeigen meist wenig Dynamik in ihrer Pose. Ja, meistens stehen sie eher so statuenhaft, schön Fuß an Fuß. Ja, die Gliedmaßen alle so auf gleicher Höhe, auf gleicher Länge. Das sieht dann schon ein bisschen merkwürdig aus. Andererseits erhöht das aber auch die Standfestigkeit des Modells. Ja, also man sieht schon, so leicht kippt der nicht. Er ist recht standfest. Was zum Beispiel bei den Papo-Figuren auch mal so ein Manko sein kann, dass sie eben kippen, nach vorne überkippen. Das hier ist bei diesem Modellchen weniger der Fall. Na, also das muss man doch schon Schleich positiv anrechnen. So, gehen wir jetzt einfach mal ins Detail. Also er zeigt sich ja hier in seiner Sonderbemalung in Blau und Gelb und einem Mix aus Grau und Beige. Hier haben wir wie immer die nahe Ansicht des Kopfes. Auffällig ist, dass der Unterkiefer hier doch recht kräftig ausgeprägt ist. Meines Erachtens etwas zu kräftig. Er hat regelrechte Pausbäckchen und die Zähne ist auch so ein Manko, was mich besonders stört. Sie sind alle auf einer Länge und bei den Schleichdinos immer in einem seltsamen Grau, grau-weiß, grau-beige dargestellt. Es wirkt immer recht eigentümlich. Ansonsten die Gestaltung des Kopfes ist doch recht schön, ja. Ich habe immer das Bedürfnis, mir eine Feile zu nehmen und die Zähne, also auch unterschiedliche Länge runterzufeilen und dann nochmal neu zu bemalen. Vielleicht hole ich mir tatsächlich nochmal ein reguläres Modell von denen in regulärer Farbe, ja, und setze ihn einfach mal so nach meinen Ideen um, ja, und feile mal die Zähne runter an manchen Stellen, repainte ihn und, ach ja, doch zurück zu dem hier. Der Oberkiefer ist sehr schön. Ja, das gefällt mir schon sehr gut, bis auf die Zähne. Auch die Beschuppung, die Details um das Auge herum, ja, dieser Knochenwulst hier am Kopf, das finde ich schon sehr schön. Auch die Ansicht von vorne kann überzeugen. Dann haben wir hier nochmal die andere Seite. Doch, es sieht schon schön aus. Also da wurde schon liebevoll gestaltet, aber
Die Schleichenmodelle sind für mich meist nicht ohne Widersprüche. Ja, das beste Beispiel war jetzt der 2017er Allosaurus. Und ja, also sie können, wenn sie wollen, die lieben Leute von Schleich, und dann immer noch solche seltsamen Sachen wie diese Bunny-Ärmchen und ja, diese merkwürdigen Haltungen von Körperpartien, wie etwa hier diesem Hals, ja, das immer so schräg nach oben guckt oder so schräg nach unten. Es sieht irgendwie immer qualvoll aus. Auch dieses Modell hat einen beweglichen Unterkiefer. Ist ja mittlerweile recht klassisch bei den Figuren heute. Ja, aber hier wird auch nochmal umso deutlich, wie wuchtig hier überhaupt dieser Kieferknochen ist. Viel zu ausgeprägt. Natürlich kann es auch die Muskulatur sein. Ja, hat er schon eine recht ausgeprägte Muskulatur. Aber es wirkt halt sehr pausbackig hier bei dem. Ja? Manchmal ist eben doch weniger mehr. Die Augen sind sehr schön gestaltet. Er zeigt eine gelbe Iris mit einer schwarzen kleinen Pupille da drin. Hier sieht man noch eine Verbindungsfuge. Ja, das sieht man sehr deutlich hier bei diesem Modell. Und überhaupt die Gestaltung des Halses, der Haut am Hals, ist auch recht schön, muss ich sagen. Ja, das ist schon recht gut, da sieht man gleich nochmal den Kopf von oben. Ja, hier sieht man auch nochmal so eine kleine Besonderheit hier. Das ist eine Verzierung. So, dann der Körper. Er hat eine ziemlich simple Beschuppung. Ja, hier wurde sich nicht viel Mühe gegeben, ja, einfach mal. Ja, so ein paar Akzente gesetzt und das war's im Prinzip. Ja, da wurde keine Zeit verschwendet, hier Schuppen in unterschiedlicher Größe und Gestalt zu formen oder so, wie etwa im Gesichtsbereich, im Kopf und so weiter. So, dann haben wir wieder die fürchterliche Haltung der Arme. Was für mich häufig auch ein Beweggrund ist, solche Modelle nicht zu kaufen. Aber der war ja nun mal mit in diesem Set. So, weiter. Dann haben wir hier den Oberschenkel. Und was mir aufgefallen ist, die Haltung der Beine, ja, der Hüfte und so weiter, die Gestaltung hier, sieht im Prinzip bei fast allen Raubsauriern gleich aus. Ja, also man sieht eigentlich kaum Hüfte, Hüftknochen hier, diese Beckenschaufeln hier, sind immer kaum ausgebildet. Und es wirkt immer ein bisschen wie eine Herzform hier. Ne? Zack, zack. Das sieht irgendwie bei allen Raubsauriern gleich aus. Hier kommt noch eine schöne Wirbelsäule durch, hebt sich so ein bisschen ab. Dann sind wir auch schon bei dem doch recht kurzen Schwanz angelangt. Ne? Also passt hier vollständig ins Bild. Ist doch ein bisschen recht kurz geraten. Dann haben wir hier die Unterseite. Wirkt ziemlich krokodilartig. Die Fußunterseiten sind nicht weiter modelliert. Das sind ja sehr, sehr spärlich mit ein paar Riefen drin und das war es aber auch im Prinzip schon. Eine sehr faltige Brust. Das ist schon sehr schön gemacht. Auch hier die Falten am Hals. Das ist wirklich. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Na, das finde ich schon sehr schön. Massiver Unterkiefer. Auch von unten. So, dann haben wir hier die Füße. Auch die sind recht simpel und wirken recht dünn. Na, so ein Durchmesser hier. Und auch die Beschuppung ist, ja, als wenn es schnell gehen musste. Dann hat er ziemlich abgespreizte Afterclown, aber das finde ich noch recht okay, zumal sie auch dafür dienen, das Modell besser zu stützen. Die Gelenke allerdings finde ich wieder sehr schön gemacht hier. Ja. Sieht schon recht schön aus. Stämmige Waden. Kräftige Beine. Ja, das wäre nochmal die andere Seite. Die Beine davon. Also diese Figuren sind meistens nicht in Bewegung, also werden nicht in Bewegung gezeigt, sondern immer nur im Stand und beide Beine immer nebeneinander. Und da sind wir auch schon wieder beim Kopf. Hier nochmal die Arme. Natürlich viel zu lang sind. Aber hey, man darf nicht vergessen, es ist im Prinzip nur Spielzeug. Es ist ein Spielzeug.
Positiv anzumerken sei bei diesen Modellen noch, dass sie sehr robust sind. Also das muss man den Schleichfiguren lassen. Die sind wirklich sehr robust. Also unverwüstlich nahezu. Ja, ich meine, hier so ein Kiefer kann schon mal ausleiern, aber das ist auch alles recht fest hier gemacht. Ach, dann schauen wir gleich nochmal ins Maulinnere, wenn es denn irgendwie geht. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, das Maulinnere, also der Gaumen oder so, ist nicht sonderlich ausgearbeitet. Dann haben wir hier eine kleine gewellte Zunge noch da drin. Im Maul selbst. So sieht dann also einmal komplett von vorne aus und da sieht man schon, was das für eine seltsame Haltung des Kopfes ist. Das wäre dann also nochmal die Rückansicht. So sieht er dann also einmal komplett von oben aus und so von unten. Tja, ihr Lieben, das war es im Prinzip auch schon. Das Review zu einem der Schleich-T-Rexe, die es bis jetzt gibt. Ja, dieser hier in Sonderbemalung aus dem Set, aus dem Spielset mit dem riesen Vulkan. In der Videobeschreibung findet ihr nochmal den Link zum Set. Ich klinke mich dann erstmal wieder aus, sage danke, dass ihr auch heute wieder reingeschaut habt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review-Time, Unboxing-Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!